Hallo und herzlich willkommen zum Testcheck Mobil. Auch diesen Monat gibt es wieder jede Menge Futter für eure Handhelds. Wir verraten euch, was die Investition lohnt und was getrost im Händlerregal liegen bleiben kann. Wir legen gleich los und zwar mit Boulder Dash Rocks für den DS. Wie ihr euch sicher schon denken könnt, ist das Teil ein Remake des uralten Klassikers, natürlich zeitgemäß etwas aufgepäppelt. So gibt es einige neue Features, wie zum Beispiel den Zapper, mit dem ihr je nach Munition Steine einfach wegpustet. Oder die Endgegnerkämpfe, bei denen ihr die Tentakel des Bösewichts mit Felsen blockieren müsst. Grafisch ist das Spiel leider etwas durchschnittlich, das soll Fans der Serie aber nicht stören. Die Knobelei macht immer noch eine Menge Laune und eignet sich gut für eine kleine Runde zwischendurch. Alle Boulder Dash Neulinge sollten aber dennoch zu anderen zugänglicheren Knobeleien greifen, denn abgesehen vom Klassiker-Charme rockt das Spiel dann doch zu wenig, um wirklich jeden zufriedenzustellen. Panzer Tactics, ebenfalls für den DS, richtet sich an alle, die drauf stehen, hochkomplexe Kriegsstrategien auszutüfteln. Ihr spielt hier die wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs nach und kümmert euch in unterschiedlichen Landschaftstypen um Versorgungslinien, Bewegungspunkte und eben alles, was man braucht, um Panzer sicher durch die Schlacht zu lenken. Das Ganze findet rundenbasiert statt und ist echt nicht leicht zu meistern. Bis ihr euch richtig reingefuchst habt, vergehen schon mal ein paar Stunden. Nichtsdestotrotz, oder aber gerade deswegen, ist Panzer Tactics für alle geeignet, die Lust auf echtes Schlachtenfeeling haben. Genre-Einsteiger könnten von der Variationsflut aber schnell überfordert sein. Ein echter Geheimtipp ist dagegen die PC-Umsetzung Runaway Dream of the Turtle für den DS. Hierbei handelt es sich um eine leicht abgewandelte Portierung von Runaway 2 für den großen Computer. Das klassische Point-and-Click-Adventure wird mit jeder Menge coolem Humor aufbereitet. Die Rätseleinlagen sind wirklich nicht von schlechten Eltern. Die Steuerung mit dem Stylus klappt gut, nur manchmal ist es trotz Zoom-Funktion und Hotspot-Markierung nicht ganz einfach, kleinere Objekte zu finden. Sprachausgabe gibt es wegen Platzproblemen auf der DS-Cartridge leider nicht, dafür aber eine gute Stunde Zwischensequenzen. Wer auf klassische Adventure steht, muss hier zugreifen. Uns hat Runaway Dream of the Turtle wirklich eine Menge Spaß gemacht. Und mir als Fan klassischer Point-and-Clicks sowieso. THQ kümmert sich mit Warhammer 40k, Squad Command um all die Zocker, die auf blutrünstige Strategie stehen. Das Spiel erscheint für PSP und DS, auf beiden Systemen ist das Spielprinzip gleich. Ihr lasst Space Marines vorrücken und gegen die Chaos-Truppen vorgehen. Dabei müsst ihr wie bei Panzer Tactics wieder die Landschaftsbegebenheiten berücksichtigen, während ihr eure Bewegungspunkte festlegt. Der Strategieablauf ist recht anspruchsvoll und bietet euch genügend Freiraum zur taktischen Entfaltung. Die DS-Fassung lässt sich dank Stylus etwas leichter bedienen, dafür punktet die PSP-Version aber mit einer schickeren Grafik. Fans der Serie greifen sowieso zu, aber auch alle anderen dürfen einen ausführlichen Blick drauf werfen. Den Blick wieder abwenden dürft ihr dann getrost von Orcs and Elves für den DS, das vor über einem Jahr schon für Handys erschienen ist. Ohne Witz. Ganz im Stil der Oldschool-Klassiker Eye of the Beholder oder Dungeon Master stapft ihr hier kästchenweise durch Dungeons und klopft auf alles, was euch auf die Nuss geht. Und um ehrlich zu sein, das macht genau, lasst mich mal überlegen, 10 Minuten Spaß, danach wird's öde. Und für öde Spiele ist das Leben ja bekanntlich zu kurz. Lasst Orks und Elves einfach im Dungeon versauern. Sonic Rivals für die PSP ist wie der Vorgänger eine Art Rennspiel um einen rasanten blauen Igel, das auch diesmal ganz nett, wenn auch nicht richtig fetzig ausgefallen ist. Das Prinzip ist schnell erklärt. Ihr entscheidet euch für ein Zweiergespann, das ihr fortan über Parcours lenkt. Logischerweise kann bei dem Kopf-an-Kopf-Rennen pro Runde immer nur einer gewinnen. Am Rennablauf selbst gibt es nicht allzu viel zu bemängeln, allerdings sind es die, nennen wir sie mal Bosskämpfe, die völlig unübersichtlich und hektisch ausgefallen sind. Hier versucht ihr in einer Arena eurem Gegenüber durch Angriffe die begehrten Ringe abzuluxen. Diese Einlagen reißen das Spiel komplett nach unten, weil sie wirklich keine Laune machen. Wenn ihr alles von Sonic im Regal stehen habt, dürft ihr zugreifen, ansonsten umgeht ihr Sonic Rivals 2 einfach. Achtung! Zwei gute Eigenschaften von SWAT Target Liberty. Die KI ist gut und die Grafik schaut nett aus. Ohne Witz, das war's. Der Rest der pseudotaktischen Action ist ein Fall für den Videospieldoktor. Ihr müsst als Mitglied einer Einheit Häuser stürmen, Geiseln befreien und sonst noch komische Dinge machen, die Spezialeinheiten ebenso treiben. Die hakelige Steuerung wirft euch häufig unnötig Steine in den Weg. So ist es unter anderem ziemlich schwer und ungenau zu zielen und gerade wenn ihr mehreren Feinden gegenübersteht, steckt ihr mehr Kugeln ein, als euch lieb ist. Um es ganz kurz und simpel zu machen, lasst es einfach im Laden stehen, soll sich doch eine Spezialeinheit drum kümmern. Mit Yu-Gi-Oh! Ist es wie mit dem Münchner Wohnungsmarkt. Wer schon seit längerem eine Bude hat, fühlt sich wohl und will nicht so richtig wieder raus.
Wer allerdings auf der Suche ist, kommt wahnsinnig schwer an einen ran. Will sagen, wer weiß, was beim Spiel Phase ist, wird auch beim neuesten Ableger TechForce 2 auf seine Kosten kommen. Alle anderen müssen sich erst einmal tierisch reinarbeiten, bis sie alle Eigen- und Feinheiten der Serie verinnerlicht haben. Das funktioniert leider so schleppend, dass es viele Neulinge komplett rauswirft und den Spaß am Spiel verdirbt. Eigentlich schade, denn die gelungene Präsentation und das tiefgreifende Spielprinzip machen wirklich Laune. Liebe Entwickler, schaut doch mal bitte, dass ihr ein einsteigerfreundliches Yu-Gi-Oh! Auf den Markt bringt. So finden einfach zu wenig Leute Zugang zum eigentlich gelungenen Spiel, weil die Experten kaufen es ja sowieso. Von WWE SmackDown vs. Raw 2008 haben wir zwei Versionen. Einmal die PSP, einmal die DS-Fassung. Wir beginnen mit der Variante für den Sony-Handheld. Diese ist im Prinzip fast identisch zur PS2-Version, allerdings findet ihr hier drei exklusive Kämpfer und leider auch eine leicht abgespeckte Grafik. Ansonsten gibt es an der Version fast nichts auszusetzen, allerdings ist manchmal die Steuerung etwas zu hakelig. Das soll Wrestling-Fans aber nicht stören, die werden mit WWE SmackDown vs. Raw 2008 für die PSP absolut glücklich. Etwas anders schaut es bei der Umsetzung für den DS aus. Diese lenkt ihr komplett mit dem Stylus. Ihr könnt bestimmen, ob ihr eine leichte, mittlere oder schwere Attacke starten wollt und müsst dann nur noch in die entsprechende Richtung klitzeln. Das macht anfangs noch Laune, nach einer Weile nervt es aber ein wenig, weil einfach etwas der Variantenreichtum fehlt. Auch die Technik ist nicht wirklich toll. Trotzdem, auch hier gilt, Hardcore-Fans der Sportart sollten mit diesem Spiel einigermaßen glücklich werden. Wir raten euch aber hier klar zur PSP-Fassung. Okidoki, das war es wieder mal. Wir sehen und hören uns nächsten Monat beim Testcheck Mobil wieder. Tschüss!